Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Tutorial. Heute geht es um die Fluidreaktoren, also quasi um flüssigkeitsgekühlte Reaktoren. Da hinten haben wir noch den alten Reaktor von letztem Mal. Heute bauen wir mal was richtig Kompliziertes auf. Also kompliziert wird es nicht, aber es ist ein bisschen komplizierter als der normale Reaktor, ist dafür aber auch ein Tacken realistischer. Ich habe hier schon mal ein klein bisschen was aufgebaut, damit es nicht ganz so lange dauert. Und ich habe auch ein paar Rezepte vorbereitet, sind allerdings nur die wichtigsten. Wir werden einfach mal ganz vorne anfangen. Wir brauchen auf jeden Fall wieder mal eine Multipurpose Canning Machine. Die müssen wir hier unten auf Fuel Enrichment stellen. Einfach ein paar Mal draufklicken, Fuel Enrichment. Das ist wichtig. Zur Versorgung brauchen wir Lapis Lazuli Dust. Das müsst ihr euch vorher machen, den Mesurator. Das haben wir jetzt hier nicht bei. Das Ding habe ich einfach aufgestellt, damit wir ein bisschen Energie für die Maschine überhaupt haben, damit wir überhaupt anfangen können. Wir brauchen dafür natürlich auch ein bisschen Wasser. Einfach eine Wassersource mit einer Pump. Ihr habt da sogar das Rezept von der Pumpe, aber das ist eigentlich bla. Das ist das Rezept von diesem, wie heißt der, Multipurpose Canning Machine. Damit geht es also los. Wir brauchen auf jeden Fall eine bestimmte Kühlflüssigkeit dafür, und wenn hier auch mal was rauskommen würde, dann würden wir auch welche kriegen, aber da kommt nichts raus. Warum auch immer. Doch, jetzt will sie langsam. Die musste erst warm werden. Kein Problem. Wasser füllt sich auf. Jetzt müssen wir, auf welche Art und Weise ihr das immer macht, müssen wir das Zeug aus der Kiste kriegen. Machen wir mit. In dem Fall mit der Extraction Tube, die so gecraftet wird. Die normalen Tubes werden so gecraftet. Einfach dran. Zack, das Schöne ist, da kann nichts überlaufen, da fällt nichts raus. Die versorgt das Ganze jetzt und stellt uns diese Kühlflüssigkeit her, die nachher für unseren Reaktor ganz wichtig ist. IC2 Coolant. Das Ganze werden wir uns in so einem Tank speichern. Man kann ganz normal zum Rauspumpen die Wooden Fluid Pipes nehmen. Wir werden jetzt allerdings nur mit den Emerald Fluid Pipes arbeiten. Das ist für die Sache jetzt nicht ganz so wichtig. Da könnte man auch eine hölzerne nehmen. Das machen wir jetzt auch mal. Die Emerald sind am Ende aber für den Betrieb der Maschine doch viel sinnvoller. An dieser Stelle nochmal danke an Fanny, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast im Let's Play. Da haben wir das Ding nämlich schon mal gebaut. So, hier an der Stelle können wir auch eine ganz normale nehmen. Da geht es noch nicht wirklich um Geschwindigkeit. So, das lassen wir mal da rauspumpen. Damit das Ganze jetzt ein bisschen flotter geht, werden wir dem mal ein paar Updates verpassen. Oder Upgrades. Damit wir hier nicht Ewigkeit auf die Flüssigkeit gleich warten müssen. So, jetzt müssen wir aber sowieso erstmal den Reaktor bauen. Das heißt, wir haben noch ein bisschen Zeit. Der kann in der Zeit ein bisschen Flüssigkeit herstellen. Um diesen Reaktor zu bauen, wir brauchen grundsätzlich erstmal wieder einen ganz normalen Nuklearreaktor, Reaktorkern und wieder die Reaktorchamber. Wir machen einen großen Kern, mit einem kleineren habe ich noch gar nicht ausprobiert, aber wir brauchen das Gehäuse, weil es ist ja ein flüssigkeitsgekühlter Reaktor, und dafür brauchen wir verschiedene Komponenten für dieses Gehäuse. Das fängt an mit diesem Teil hier, der Reactor Pressure Vessel. Der ist relativ einfach zu craften, einfach nur normale Lead Plates, die sind nicht gepresst oder sonst was, die sind ganz normal und ein paar Steinchen. Dann bekommt ihr die da raus, sehen dann so aus. Ich lege die anderen mal weg. Als zweites ist wichtig den Hatch, Reactor Access Hatch, damit wir eine Möglichkeit haben, auf diesen Reaktor zuzugreifen. Das geht nur an der Stelle, ansonsten werden wir später noch sehen. Da brauchen wir einfach so eine Trapdoor und da kommen diese Vessels drumrum. Dann habt ihr so ein Hatch. Als nächstes brauchen wir irgendwas, wo wir ein Signal mit in den Reaktor schicken können, damit wir ihn ein- und ausschalten können. Geht auch wieder mit dem Reaktor Vessels und ein bisschen Redstone in der Mitte. Und der letzte, damit wir Flüssigkeiten rein- und rauspumpen können, auch wieder mit dem Pressure Vessel. Und eine Universal-Fluid-Zelle in der Mitte, dann bekommt ihr den Fluid-Port.
Am Ende ist auch noch wichtig, dieses Fluid Ejector Upgrade, da dieser Port am Ende erstmal nur Flüssigkeit aufnimmt und keine Flüssigkeit herausgibt. Da, wo wir Flüssigkeit herausziehen werden, werden wir uns ein Fluid Ejector Upgrade reinsetzen. Ist auch nicht so schwierig, einfach nur ein Elektromotor und ein paar Tinplates drumherum. Ist also gar nicht mal so teuer, das Ding. Wir brauchen aber einige Blöcke. Wir werden uns den einfach mal hier aufbauen. Gute Entfernung, das passt. Haben wir ein bisschen Platz. Ich glaube, ich mache ihn sogar einen näher dran. So, und der hat eine Grundfläche von 5 mal 5. Unten ist das nicht so wichtig. Da können wir erstmal einfach diese ganz normalen Pressure Vessels hinpacken. Dann machen wir uns den komplett zu. So, jetzt muss der 1, 2, 3, 4. Das ist unsere Höhe, die wir brauchen. Machen wir erstmal die Kanten. Oben mache ich den jetzt mal direkt zu. Da brauchen wir eigentlich nicht mehr dran. So, jetzt kommt es natürlich darauf an, wo wir unsere Anschlüsse hinsetzen wollen. Weil wir nachher alles schön sehen wollen, mache ich das mal von vorne, mache ich ihn hinten auch mal ganz dicht. Das heißt, hier gehen wir auch gar nicht mehr dran an die Sache. Wir brauchen auf dieser Seite auf jeden Fall einen Anschluss, um die Flüssigkeit hineinzupumpen. Und vielleicht auch noch einen Anschluss, um mal drauf zugreifen zu können. Das heißt, ich werde mal so machen. Wir nehmen den Reaktor Fluid Port. Den setze ich mir hier oben hin. Da pumpen wir nachher die Flüssigkeit rein. Und dann nehmen wir uns auch noch mal so ein Hatch. Da können wir nachher drauf zugreifen. Das geht jetzt noch nicht mit einem Rechtsklick. Es geht erst, wenn der Reaktor fertig ist und steht. Und ist schon wieder dunkel. Das heißt, wir machen wieder hell. Wunderbar. Das gleiche brauchen wir auf der anderen Seite eigentlich auch. Also machen wir uns das erstmal genauso. Mal gucken, wie wir damit klarkommen. Sollte eigentlich alles passen. Einmal Flüssigkeit. Hier werden wir die rauspumpen. Da werden wir gleich noch das Ding da einsetzen. Auf dessen Namen ich gerade nicht mehr komme. Und einen Zugriff, damit wir mal drauf zugreifen können auf den Reaktor. So, und hier vorne machen wir uns den auch erstmal wieder zu. Machen uns hier in der Mitte wieder so ein Hatch rein. Ach nee, das ist ja blöd. Wir müssen dann den Reaktor reinstellen. Haha. Das hätten wir vielleicht noch machen sollen. Das machen wir mal eben. So. Das heißt, den stellen wir nur eben mal so dahin. Oh, der kommt wieder weg. Reaktorkern schön in der Mitte. Und jetzt jeweils wieder die ganzen Chamber dran, sodass wir erstmal einen ganz normalen, schön großen Reaktorcore haben. So, den packen wir jetzt weiter ein. Mal da noch ein Bessel, da noch ein Bessel. Hier machen wir uns ein Hatch hin, dass wir darauf zugreifen können. Und an der Stelle werde ich mal den Redstone-Port setzen. Das heißt, hier können wir nachher den Reaktor dran an- und ausschalten. Könnt ihr überall hinsetzen. Ich weiß nicht, ob es auf den Ecken funktioniert. Wenn wir jetzt drauf zugreifen, dann sehen wir schon, der ist schon fertig. Ich weiß nicht, ob die Dinger auch funktionieren, wenn du die so da reinsetzt. Der scheint immer noch zu funktionieren. Ich weiß aber nicht, ob das Signal hier angenommen wird. Das müsst ihr selber ausprobieren. Hier in der Mitte funktioniert es auf jeden Fall. Die könnt ihr alle verwenden. Auch hier. Kein Problem. So, das ist schon mal der Reaktorkern. Eigentlich so weit. Ein bisschen Flüssigkeit haben wir auch schon. Gucken wir mal, was da rausgekommen ist. Hat da eine ganze Reihe von diesen Redstone-Dingern hat er schon weggezogen. Hat da ungefähr so ein Tanklein voll davon. Mal gucken, ob wir damit auskommen. Nachher mit unserer Flüssigkeit. Aber es kommt ja auch noch welche nach. Der macht uns ja, produziert uns ja ein bisschen was nach, ne? So, jetzt müssen wir das hier rausziehen und in den Reaktor pumpen. An der Stelle, wie gesagt, empfehle ich euch,
besser, wo sind denn jetzt die hölzernen? Ich weiß nicht, die hölzernen sind plötzlich weg, die habe ich hier oben schon hingelegt. Besser nicht die nehmen, weil die schaffen gerade mal 10 MB pro Tonne. Ich weiß es nicht, was das heißt. Keine Ahnung. Die schaffen auf jeden Fall 40, das heißt, der 40-fache Wert ist bestimmt besser für unsere Zwecke. Ob wir das oben oder unten rausziehen, das spielt eigentlich keine Rolle. Der zieht es immer raus. Ne? Da braucht ihr euch keinen Kopf drum zu machen. Deshalb können wir den jetzt einfach mal hier oben. Zack. Goldpipes immer gut, weil da fließt auch richtig was durch. So, dann muss man da natürlich jetzt mal so ein Mottag dran kriegen, wo ich jetzt eigentlich gar keinen. Weil der muss ja auch geschaltet werden. Da hätte man auch dran denken können. Ist egal. Wir machen das auf die einfache Art und Weise. Und bauen uns hier so ein Klötzchen hin. Ich weiß nicht, ob der. Kann ich den eigentlich auch, kann ich auch da dran setzen? Hätte ich mir auch sparen können. So. Der schwebt jetzt ein bisschen unglücklich in der Luft. Ist aber nicht so schlimm. Und dann pumpt er die Flüssigkeit da rein. Und dann sehen wir schon, dass der hier auffüllt. Der hat also so einen kleinen Tank hier drin. Und ist schon sinnvoll, dass der immer voll bleibt. Schauen wir mal. So. Das heißt, die Flüssigkeit wird jetzt hier reingepumpt. Sobald der Reaktor an ist, wird er diese Flüssigkeit erwärmen. Das haben wir jetzt noch nicht. Machen wir eben so. Simuliert. Wir packen den wieder voll mit Heat Vents. Da gibt es ja tausend andere Möglichkeiten, wie man den kühlen kann. Das überlasse ich euch. Ich habe das immer so gern gemacht. Das hat für mich immer ganz gut funktioniert. Ist relativ günstig, schnell und ich glaube auch recht effektiv. Nehmen wir uns mal so ein paar Rods. Ich habe hier auch noch ein paar billige. Lass uns erstmal billige nehmen. Wir fangen erstmal klein an. Oh, ich bin schon am Qualm hier, weil ich keinen Anzug anhab. Ich setze mal einen rein. Und wir schalten den mal schon mal an auf die einfache Art und Weise, auf die billige. Ich habe mir Kabel extra zurechtgelegt, sag ich doch. Wusste ich's doch. So, das brauchen wir auch nicht mehr, können wir erstmal wegpacken. Haben wir wieder hier unten ein bisschen mehr Platz. Also an den Redstone-Port packen wir uns ein Kabel. Und dann können wir den schon anschalten. Und wir sehen, der produziert 8 HU, also keine EU. Hält sich von der Temperatur noch ganz gut. Könnten vielleicht nochmal, das ist ein bisschen nervig jetzt mit dem Qualm, ne? Ich hätte mir so einen Anzug anziehen sollen. Und da sehen wir, da produziert da Flüssigkeit. Würde man jetzt auch sehen, wenn da nicht diese blöde Schrift wäre. Ja, das wird immer mehr. Irgendwann ist er natürlich voll und dann werden wir möglicherweise ja auch Probleme kriegen. Erstmal nur zum Ausprobieren, ob er geht. Er funktioniert. Ich lege die Dinger mal wieder raus, damit wir aufhören zu qualmen. Uns geht es gerade nicht so gut. Was brauchen wir jetzt? Diese Flüssigkeit, mit der können wir jetzt arbeiten. Da steckt richtig Energie drin. Das heißt, wir brauchen zwei Teile. Einmal brauchen wir einen Liquid Heat Exchanger. Mit dem können wir die Energie umwandeln. Und wir brauchen einen Steering Generator. Das geht bestimmt auch mit einem anderen Generator. Könnt ihr ausprobieren. Wir machen es diesmal so. Der verwandelt quasi Wärme in Energie um. Ne? So, das heißt, die haben wir schon bei. Die stellen wir uns jetzt mal hier auf der anderen Seite hin. Hier haben wir ja unseren Ausgang. Hier haben wir uns die beiden mal. Also als erstes der Heat Exchanger. Und der muss jetzt mit diesem Port auch wieder bei ihm an den gleichen angeschlossen werden. Wenn ich den jetzt von hier setze, dann sitzt der Port vorne, dann sitzen die nicht zusammen, dann können die nicht arbeiten. Soweit könnt ihr dann quasi hier mit diesem Schlüssel ausgleichen. Immer da, wo man hinklickt,
Da dreht sich das Teil hin, ne? Shift drücken. Jetzt hat er sich nach innen gedreht. Das heißt, der ist jetzt hier innen. Na? Das gleiche gilt für den. Zack. Dann sitzt der innen. Jetzt sitzen die richtig. So, das ist der Liquid Heat Exchanger. Da ist der Steering Generator. Und da sehen wir, der verwandelt HU in EU. Der ist genau das, was wir wollen. Damit er hier überhaupt die Wärme umsetzen kann, braucht er diese Heat Conductor. Schmeißen wir mal alle da rein. Rezept ist so: einfach 6 Rubber und zwischen ein paar Kupferplatten und schon habt ihr davon Ewigkeiten viele. So, muss mal kurz husten. So, jetzt holen wir uns die Flüssigkeit hier raus und um die da rauszuholen, brauchen wir diesen kleinen Propeller da drin. So ein. Ich weiß gar nicht, ob da auch mehrere reingehen. Guck mal, da kannst du auch mehrere reinsetzen. Ich glaube aber, einer reicht. Deshalb werden wir jetzt auch nur mit einem arbeiten. Für mich hat es gereicht erstmal. Und da sehen wir, dann drückt er auch schon sofort diese Flüssigkeit da raus. Ist vielleicht sinnvoll, die jetzt nicht direkt hier reinzupacken, sondern die erstmal in einem Tank zu speichern. Das machen wir vielleicht auch mal. So hat man auch gleich einen kleinen Vorrat. Kann man sich vielleicht auch einen kleinen Vorrat von anlegen, wer möchte. Kann man halten wie ein Dachdecker, ne? Wisst ihr ja, wie das ist. Auch machen wir uns hier ein bisschen Platz. Und pumpen uns die erstmal hier rein. Von hier aus können wir jetzt wieder gut weitergehen, weil einer davon, der schafft gar nicht so viel. Der schafft gerade bei 100 AU umzusetzen. HU, ne? War richtig, oder? Ja, sieht man jetzt nicht. Da unten steht. Oh, sorry, hier unten. 100 HU, wie viel der produziert. Mit so einem Reaktor schaffen wir mal mehr als 100 HU. Deshalb stellen wir uns einfach mal noch einen zweiten auf. Ist ja jetzt auch erstmal nur zur Illustration. Zwei reichen, glaube ich, völlig. Hier auch wieder wichtig. Diese Heat Conductor rein, damit er die Hitze auch umsetzen kann. So, und an der Stelle müssen wir natürlich auch wieder rauspumpen. Wo haben wir denn hier noch so eine Engine? Zack, die Engine rein, das rein. So geht es nicht. Das ist jetzt leider ein bisschen nah, aber macht auch nichts. Können wir mitarbeiten. Und der kriegt auch ein bisschen davon. Ist aber auch gleichbedeutend, wenn da warme Flüssigkeit reinkommt, muss auch wieder Flüssigkeit rauskommen. Das heißt, die Flüssigkeit, die nachher drin ist, müssen wir auch wieder rauspumpen. Das können wir einfach mal auf der Seite machen. Dann nehmen wir auch wieder die Flottenpipes für. So, und wo wollen wir damit hin? Das wird am Ende die gleiche Flüssigkeit, wie wir sie da hinten im Tank haben. Deshalb werden wir die jetzt einmal über den Reaktor pumpen. Zurück dahin, wo wir sie haben wollen. In unserem Tank. Na komm. Machen wir von hier oben. Ich glaube, passt schon. Ein höher. Na klar. So. Das ist schon so der grobe Aufbau. Jetzt macht vielleicht noch Sinn, dass wir das auch wieder halbwegs sicher bauen. Ihr wisst, ich mag es nicht, wenn ein Reaktor unsicher gebaut ist. Also werde ich hier noch ein Stückchen Kabel ziehen. Werde mal kurz einen Platz lassen und noch ein Stückchen Kabel ziehen. Hier kommt unser Schalter hin zum Einschalten. Und dazwischen kommt wie immer ein Not Gate. Wie ihr das am Ende macht, bleibt euch überlassen. Das ist mein Aufbau, der funktioniert so. Ich stehe drauf. So, und damit wir, falls dieser Reaktor überhitzen sollte, auch wieder einen kleinen Schutz haben, dass da nichts passiert,
Nehmen wir uns wieder einen Thermalmonitor. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob der tatsächlich hier dran muss an dem Hedge oder Moment, oder ob der überall dran kann. Müsst ihr nochmal ausprobieren. Wollte ich auch nochmal, habe ich jetzt aber nicht. So, das heißt, sobald der 500 Grad übersteigt, zumindest im Moment, kriegt er ein Signal und geht aus. Wir schmeißen ihn mal an. Eigentlich sollte das Ding schon grundsätzlich sicher sein. Machen mal die Kühlflüssigkeit aus. Und gib uns mal ein paar geile Rods hier. Und die gibt es uns auch noch mal. Die schmeißen wir jetzt weg und machen mal hier ein bisschen Druck drauf. So, da kommt schon 192 HU raus. Bisschen nervig. Und das schafft er wahrscheinlich auch durch die ganzen Ventilatoren noch ganz gut. Wir sehen jetzt aber, jetzt fällt uns die Flüssigkeit ab, die Kühlflüssigkeit. Und sobald die ausgesaugt ist und leer ist, haben wir im Endeffekt ein Problem, weil der nicht mal richtig gekühlt werden kann. Deshalb probieren wir das mal eben aus. Dann sollte unsere Schutzschaltung greifen. Dauert wieder hier, ne? Mach doch mal noch hier so ein Zweier. So ein Zweier kannst du doch noch. Der produziert schon 416 HU. Das ist aber immer so ein Wert. Und da wieder rot und schaltet unseren Reaktor aus. Das heißt, das Ding ist so erstmal sicher. Es kann eigentlich erstmal nichts passieren. Alles klar. Lass uns den anwerfen. Kühlflüssigkeit rein. Die andere Flüssigkeit kommt raus. Hier brauchen wir noch einen Schalter, damit die auch in die Maschinen gepumpt wird. Und hier brauchen wir noch Schalter, damit die auch wieder rausgepumpt wird. Das heißt, eigentlich steht der Kreislauf, wenn ich mich nicht vertan habe. Bis auf eine ganz kleine Sache. Hier wird unsere Energie gespeichert. Und die sind natürlich irgendwann voll, die Dinger. Das heißt, wir müssen jetzt natürlich auch wieder einen Stromabnehmer bauen. Nehmen wir uns einfach eine MFSU für. Stellen wir jetzt mal hier hin. Und nehmen hier drüber den Strom ab. Und schicken den direkt in die MFSU. Nicht so schön, so schöner. So, und die nimmt den auch direkt auf. Wunderbar. So, jetzt kann man ganz gut sehen, dass die Kühlflüssigkeit, die abgekühlt ist, wieder zurückgepumpt wird, wieder in unseren Tank und kann hier für den Reaktor am Ende wieder verwendet werden, der im Moment allerdings immer noch komplett leer ist. Der schafft das gerade nicht, weil die ja noch anläuft, die Pumpe hier, ne? Da könnt ihr natürlich auch andere Pumpen für einsetzen, die ein bisschen flotter sind, vielleicht auch eine elektrische Pumpe, geht alles. Ich denke, jeden Moment wird er den auch wieder richtig auffüllen. Und dann haben wir auch wieder einen durchgehend laufenden Reaktor. Ja, so langsam füllt sich das Ganze wieder. Sobald der ein bisschen Gas gibt. Und das ist es eigentlich im Großen und Ganzen schon. Ist gar nicht so schwer, wie es im ersten Moment aussieht. Da wird die Flüssigkeit gespeichert. Was jetzt vielleicht noch sinnvoll wäre, damit sich die Flüssigkeiten auch, sag ich mal, vernünftig in diesen Pipes bewegen und nicht hin und her fließen können und nicht zurückfließen können. Und an der Stelle nochmal danke für den Tipp, Fanny. Ist natürlich absolut sinnvoll. Moment, wir brauchen noch ein Wrench dafür. Das ist dieser hier. Das ist der von, na sag doch mal, Buildcraft, ne? Ganz einfach mit Bronze zu machen. Den nehmen wir uns auch. Und so kann man diese Flüssigkeiten ein bisschen steuern. Das heißt, hier fließt sie jetzt schon rein. Vielleicht wollen wir an der Stelle nicht, dass er wieder zurückfließt.
Dann machen wir die Pumpe an der Stelle auf. Das gleiche gilt hier auch wieder, damit hier keine Staus entstehen. Kann man die eigentlich an sämtlich beliebigen Stellen einsetzen. Auch hier, damit die Flüssigkeit vielleicht nicht wieder in den Reaktor fließen kann. Auch sehr sinnvoll. Ich mache mal hier eine hin. Und immer die Richtung vorgeben. So kann sich da kein Stau entwickeln. Und ihr habt immer eine gute Fließrichtung. Macht vielleicht bei der langen Pipe auch nochmal Sinn, das zwischendurch nochmal zu setzen. So, hier sehen wir, das Ding ist schon wieder voll. Läuft scheinbar relativ konstant mit 416 EU, HU. Müsst ihr einfach mal ausprobieren, ob ihr da noch mehr rausholen könnt. 416 ist auf jeden Fall zu viel für unsere beiden Maschinen hier, weil die schaffen ja insgesamt eigentlich nur 200. Das heißt, der hat jetzt hier Probleme, deshalb ist er auch ständig voll und kriegt halt gar nicht alles wieder verpackt und zurückgepumpt. Ne? Also hier müssten eigentlich mindestens nur zwei, besser drei von diesen Einheiten stehen, damit der jetzt bei der Leistung das Ganze auch wieder zurückgepumpt kriegt. So sieht er aus. Okay, den kann man vielleicht noch ein bisschen kompakter und schöner bauen. Ihr könnt euch ja gerne auch nochmal das Let's Play angucken. Der wird irgendwann kommen. Ich weiß gar nicht, in welcher Folge. Ich glaube, das ist so zwischen Folge 45 und 48 oder so. Um den Dreh, da baue ich den. Irgendwann. Das sind auch keine richtigen Folgen gewesen. Das waren einfach Streams, die ich hochgeladen oder hochladen werde dann auf YouTube. Kommt also alles noch. Dann bedanke ich mich bei euch recht herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das gefallen und auch geholfen. Wenn dem so ist, würde ich mich sehr über einen Daumen hoch freuen. Und ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Vorschläge habt, wäre auch noch nett, könnt ihr mir das sagen. Und ansonsten sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Nupsi. Tschüss.